Streik legt große Teile des Bahnverkehrs lahm. Erste Auswirkungen der von der Lokführergewerkschaft GDL angekündigten Arbeitsniederlegungen seien bereits spürbar, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Im Fernverkehr soll nur etwa jeder vierte Zug fahren und auch im Regional- und S-Bahnverkehr kommt es teils zu erheblichen Ausfällen. Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern, der bayerische Ministerpräsident Söder forderte weitere Debatten über mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach gehen die Pläne nicht weit genug. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats Büchs sieht keine versteckte Impfpflicht und hält die Abschaffung kostenloser Tests für gerechtfertigt. Corona-Zahlen steigen weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach den aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts inzwischen bei 25,1. Innerhalb eines Tages wurden zuletzt 4.996 Neuinfektionen registriert. Das waren gut 1.400 mehr als vor einer Woche. New Yorker Gouverneur Cuomo kündigt Rücktritt an. Der 63-Jährige legt sein Amt in 14 Tagen nieder. Hintergrund sind Vorwürfe der sexuellen Belästigung von mindestens elf Frauen. Gomas Nachfolge soll seine bisherige Stellvertreterin, die Demokratin Katie Hochul, antreten. Waldbrände in Algerien. Nach Angaben der Zivilschutzbehörde wurden 41 Feuer in 18 Regionen des Landes gezählt. Mindestens 42 Menschen seien durch die Brände ums Leben gekommen, darunter auch Soldaten, die versucht hatten, Anwohner aus Bergdörfern zu retten. Das Wetter? Anfangs örtlich Nebel, sonst überwiegend freundlich mit viel Sonnenschein. Dabei meist trocken, vereinzelte Schauer am ehesten im Küstenumfeld und in Alpennähe. Höchstwerte zwischen 20 Grad auf Sylt und 30 Grad im Magrefra Land.